Hi! In diesem Video soll es um das Thema Symbiose gehen, und zwar im biologischen Sinne. Dies bedeutet, zunächst muss geklärt werden, was Symbiose ist, dann welche Form von Symbiose es gibt, und dann haben wir auch schon eigentlich alles geklärt, was man erstmal oberflächlich zur Symbiose wissen muss. Zunächst, der Begriff ist gar nicht so eindeutig, wie viele Lehrbücher es darstellen. Es gibt nämlich einmal den Symbiosebegriff in Europa und einmal in Amerika. Und je nachdem, woher die Literatur stammt, die man liest, wird der Begriff unterschiedlich verwendet. In Europa, das ist der Begriff der Symbiose, den wir auch verwenden, ist Symbiose ein Zusammenleben von artverschiedenen Individuen. Und dieses Zusammenleben ist positiv geprägt. Das heißt, beide Partner profitieren. So haben wir beispielsweise auch eine Symbiose zwischen Mensch und Hund auch früher in der Zeit gehabt, wo der Hund gewacht hat und der Mensch dem Hund Essen gegeben hat und hat dafür die Wache bekommen vom Hund und der Hund hat halt dafür, dass er gewacht hat, was zu essen bekommen. Beide haben davon profitiert. Deswegen positiv. In Amerika ist das auch ein Zusammenleben von artverschiedenen Individuen, aber es ist völlig egal, ob dieses Zusammenleben, das koevolutionär entstanden ist, positiv, negativ oder neutral ist. Das bedeutet, in Amerika würde auch Parasitismus zu einer Symbiose führen, beziehungsweise als Symbiose bezeichnet werden. Hier ist ein einfaches Beispiel der Bandwurm. Wenn wir einen Bandwurm haben, so schädigt der uns aktiv. Wir haben nichts vom Bandwurm. Er nimmt nur unsere Nahrung auf und schädigt uns sogar ziemlich extrem. Er ist ein Parasit. In Amerika würde man sagen, trotzdem es würde eine Symbiose geben zwischen Bandwurm und Mensch. Einfach nur ein Zusammenleben. In Europa würde man das nicht unter Symbiose verstehen, weil hier das Positive im Mittelpunkt steht. Das Zusammenleben muss positiv sein, für beide vorteilhaft. In Form des Parasitismus hat nur der Parasit etwas von der Symbiose. Dementsprechend ist in Europa Symbiose enger gefasst. Nur positiv. In Amerika ist es positiv, negativ und neutral. Jegliches Zusammenleben. Wenn wir von Symbiose reden in Lehrbüchern und im Unterricht, meinen wir dies. Wir meinen eigentlich immer dies. Nur wenn man Fernsehsendungen sieht, Reportagen, wird häufig dies gemeint, weil viele Reportagen aus Amerika stammen oder in Amerika publiziert werden und man sich dann an diesen Begriff stützt aus Amerika. Einfach nur ein Zusammenleben, egal ob positiv, negativ oder neutral. Bei uns in Lehrbüchern, in Klausuren und was nicht alles, sollte man immer ein positives Zusammenleben als Symbiose sehen. Wenn das klar ist, dann kann man letztendlich immer noch Symbiose unterteilen. Und Symbiose, das haben wir jetzt auch festgehalten, ist ein Zusammenleben von artverschiedenen Individuen. Das heißt, wir haben mindestens zwei Individuen, die irgendwie miteinander zusammenleben. Und diese zwei Individuen können in einer Abhängigkeit voneinander stehen. Und das ist auch der erste Punkt, wie man eine Symbiose charakterisieren kann. Man kann sagen, Symbiose, ja, das Zusammenleben, das ist nicht so eng, beispielsweise bei Hund und Mensch. Hund und Mensch leben wohl zusammen, haben früher noch viel intensiver zusammengelebt, sind eine Symbiose eingegangen, ein Zusammenleben von artverschiedenen Individuen, das für beide positiv war. Der Hund hat Nahrung bekommen, dafür hat der Mensch Wache, Schutz bekommen. Allerdings ist die Abhängigkeit nicht groß. Wenn die Menschen gestorben wären, ausgestorben, hätte der Hund trotzdem weitergelebt und wenn der Hund ausgestorben war, naja, der Mensch lebt trotzdem weiter. Das heißt, hier ist keine wirklich starke Abhängigkeit. Anders sieht das aus beispielsweise bei der Abhängigkeit zwischen Pilz und Ameise. Das hört sich erstmal vielleicht komisch an, aber Ameisen tun wirklich etwas sehr Interessantes. Ameisen züchten in ihren Bauten Pilze, von denen sie sich ernähren. Auch Pilze sind Lebewesen. Und jetzt ist das Interessante, ohne die Ameisen könnte dieser Pilz sich nicht vermehren, könnte er nicht wachsen. Und ohne den Pilz
könnten die Ameisen nicht überleben, weil sie sich ausschließlich von diesem Pilz ernähren. Das heißt, wenn Ameisen irgendwelche Sachen in ihre Bauten tragen, dann um den Pilz damit zu füttern, von dem sie sich ernähren. Hier ist das Zusammenleben ganz stark. Wenn der Pilz stirbt, sterben die Ameisen. Und wenn die Ameisen sterben, stirbt der Pilz. Das heißt, bei den Ameisen und beim Pilz haben wir eine sehr starke Abhängigkeit und sind so eng miteinander verknüpft, dass der eine nicht ohne den anderen leben kann. Bei Menschen und Hund ist das anders. Da kann der eine ohne den anderen leben. Ja, das ist erstmal das erste Charakteristikum, wie man eine Symbiose beurteilen kann. Und zwar in Form der Abhängigkeit. Das zweite ist der Raum. Das heißt, wie wir schon haben, beim Hund und beim Menschen, die sind nicht miteinander irgendwie verbunden körperlich. Das ist eine Ektosymbiose, wenn man das so möchte. Eine Symbiose außerhalb der Körper. Hund und Mensch leben zusammen, sind aber nicht irgendwie verbunden. Anders sieht das aus beim Mensch und seinen Darmbakterien. Auch das ist eine Symbiose. Die Darmbakterien führen besondere Prozesse bei uns im Darm durch, die uns was Gutes tun. Sie helfen uns bei der Verdauung. Wir haben eine Darmflora, das sind viele Bakterien, und die helfen uns bei der Verdauung. Und gleichzeitig kriegen die Darmbakterien durch uns Nahrung. Das heißt, auch das ist eine Symbiose, die wir da haben. Allerdings ist dann der eine Partner der Symbiose in uns drin. Das heißt, hier sind die beiden Partner der Symbiose ineinander. Endosymbiose nennen wir das auch. Während bei Hund und Mensch Ektosymbiose ist, das heißt, sie sind nebeneinander. Auch so kann man eine Symbiose charakterisieren. Das dritte wäre dann der Nutzen der Symbiose. Das heißt, was hat das für einen Nutzen? Wir haben gerade schon mal den Nutzen der Wache erwähnt, das heißt des Schutzes. Der Hund hat den Mensch beschützt, in gewisser Weise hat der Mensch auch den Hund beschützt, indem er ihm Nahrung gegeben hat. Das heißt, der Hund hatte vor allem Nutzen Nahrung, Ernährung und der Mensch hatte den Nutzen Schutz. Es gibt auch den Nutzen der Fortpflanzung. Insekten und Blütenpflanzen leben in sehr enger Symbiose miteinander, denn ohne Insekten können sich viele Blütenpflanzen gar nicht fortpflanzen. Wir brauchen da die Bienchen, deswegen Bienchen und Blümchen. Das ist auch eine Form der Symbiose und zwar im Sinne des Nutzens, den dieses Zusammenleben erfüllt. Das sind die drei großen Charakteristika, nach denen man Symbiosen beurteilen kann. Man kann sagen, in welcher Abhängigkeit stehen die Lebewesen miteinander? Können sie ohne einander oder können sie nicht ohne einander? In welchem räumlichen Verhältnis stehen sie zueinander? Lebt der eine im anderen oder leben sie nebeneinander? Und der Nutzen, Fortpflanzung, Schutz, Nahrung und was man sich noch so alles vorstellen kann. Das ist der nächste Punkt, warum Symbiose eingegangen wird. Symbiose ist ja nicht ohne Sinn. Man geht Symbiose ein, weil beide einen positiven Vorteil daraus ziehen. Anders ist das bei der amerikanischen Symbiose. Da kann auch ein negativer Aspekt auf den einen einwirken. Während der eine nur etwas Positives kriegt, leidet der andere darunter. Beispielsweise beim Bandwurm. Wir konzentrieren uns in Europa aber vor allem auf das positive Zusammenleben und verstehen dies unter Symbiose. Und so sollte das auch in Klausuren aufgeführt werden. Allerdings sollte man sich nicht verwirren lassen, wenn man auch mal auf diese Bezeichnung der Symbiose trifft, negativ oder neutral. Damit ist einfach der amerikanische Begriff der Symbiose gemeint. Und häufig findet man den halt in Reportagen. Wenn man das differenzieren kann und weiß, dass man das eigentlich in Klausuren braucht, kann man auch die Symbiose in dieser Form letztendlich differenzieren und kann in der Klausur ganz gut dastehen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.